Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video soll es nochmal um die kostenlosen FNCS-Drops in Fortnite gehen. Denn viele von euch haben noch nicht ganz verstanden, wie man diese Sachen bekommen kann. Ich kann es nicht ganz verstehen, denn ich habe schon 2 Videos dazu gemacht und ich habe sogar gezeigt, wie ihr eure Accounts verknüpfen könnt. Aber für alle Leute, die nochmal die letzte Chance nutzen wollen, diese 3 Sachen oder 2 Sachen freizuschalten in Fortnite, für die mache ich dieses Video hier. Also lasst doch gerne mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und den Creator-Code MetaMe 8 im Gegenstandshop eingeben, wenn ihr noch den Battle Pass braucht oder irgendwas anderes braucht. Denn viele von euch haben den Deadpool-Skin gar nicht, weil sie keinen Battle Pass haben. Und für die Leute dachte ich mir, verlose ich einfach mal diese 5 Battle Pässe nochmal weiter. Und was ihr dafür tun müsst, habe ich ja eben schon gesagt. Ganz, ganz wichtig auch, schickt mir auf Instagram, dass ihr meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingegeben habt. Folgt mir dabei auch nochmal direkt auf Instagram. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video, denn genug Werbung habe ich ja schon gemacht. Und zwar habt ihr ja schon mitbekommen, dass diese FNC Finals sozusagen stattfinden. Und Fortnite hat das Ganze veranstaltet, damit wir uns kostenlose Sachen an Fortnite gönnen können. Und viele von euch mögen natürlich kostenlose Sachen. Und die Frage war natürlich, wie man diese Sachen freischalten kann. Denn es sind 2 Items, ein Rückenaccessoire und ein Spray-Motiv. Und das Ganze kann man sogar noch als Emoticon benutzen, glaube ich, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Und zwar müsst ihr euer Epic Games-Konto mit eurem Twitch-Konto verknüpft haben. Dazu habe ich extra nochmal ein Video gemacht, denn viele wussten nicht, wie das geht. Dachte ich mir, komm, bist du mal so frei und haust dazu ein Video raus. Habe ich gestern tatsächlich schon hochgeladen. Also für alle Leute, die das noch nicht gesehen haben, checkt es aus, denn dann wisst ihr auch, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann müsst ihr nur noch auf Twitch gehen und euch irgendwelche Streams reinziehen. Die Frage ist jetzt natürlich, bei welchem Stream gibt es welche Drops? Das Ganze steht dann immer drin. Also wenn ihr auf Twitch geht, dann seht ihr irgendwas bei Fortnite, sagen wir, ihr googelt oder ihr sucht in der Suchleiste Fortnite und dann seht ihr auch schon direkt in der Beschreibung sozusagen, dass da Drops gibt. Und zwar einige Streamer verteilen Drops, ich glaube sogar Trimax hat Drops verteilt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall von Amar, dass er Drops verteilt hat, da habe ich es nämlich selber gesehen und bin da rein gegangen, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Twitch-Channels. Es sind meistens die großen hier, und zwar schreibt einer, Piaz Twitch nennt er sich gerade, hat 2000 Zuschauer und hat ab 19 Uhr die FNC-Drops sozusagen freigeschaltet, also grindet da definitiv rein, um diese Sachen da abzuklappern und abzustauben, damit ihr die auch natürlich habt. Ansonsten, wenn ich euch helfen konnte diesmal, lasst gerne ein Like, dann natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben, um sozusagen einen Battle Pass von mir zu bekommen. Wenn ihr den schon habt, dann fühlt euch glücklich, dann könnt ihr euch für 10 Euro irgendwas anderes holen. Aber für die Leute, die den nicht haben, ich hoffe, ich kann euch damit helfen. Ansonsten schreibt einfach mal euren PSN-Namen in die Kommentare, denn ich suche noch einige Leute, mit denen ich spielen kann. Denn in meinem Freundeskreis spielt keiner Fortnite, aber ich würde ganz gerne Fortnite weiterhin spielen. Solo macht mir nicht so Spaß, eher Duos oder Squad. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.